Nein, ich fange mal an. Willkommen. Willkommen. Heute eine lustige Tour mit der Besitzerin von diesem Flyer-Fahrrad, was ich ein bisschen gequält habe. Und heute wird die meiste Perspektive aus dieser Kamera hier sein. War ein bisschen Akt, es einzustellen mit deinen großen Hupen. Hallo? Ja, es war nicht so einfach. Entweder warst du zu weit unten, hast du irgendwie hier gehangen, dann hat man nur den Vorbau gesehen vom Fahrrad. Welchen Fahrrad? So den. Ja, und jetzt irgendwie da oben. Gucken, ob das funktioniert. Ja, ja, geil. Das ist schön. Richtig, das auch noch. Achso, ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, das ist schon wirklich tatsächlich merkwürdig. Ja, wahrscheinlich quatschen wir tatsächlich zu viel, aber macht nichts. Siehst du, und mein Rucksack liegt zu Hause. Ich habe hier dein Zeug dabei, dein Kaffee, dein Brötchen, dein Wasser. Ja, deswegen habe ich dich. Und gleich die erste Challenge da vorne, das Gitter, oder? Ist das ein Gitter? Ein Gatter? Erster Fuß runter. Ja. Geht's noch? Ja. Du denkst auch gleich, ich falle vom Fahrrad? Ja. Schön Kaffeefahrt hier. Bisschen Fahrstuhlmusik. Genug. I don't like much. Ist einer bereit für eine kleine Uphill-Challenge? Mir ist warm. Mir ist auch warm. Ich muss das ausziehen. Ich muss erst mal hier meinen Schal mal ausziehen. Mal so eine Frauenrunde. Ja, ich finde das auch nice. Aber krass, dass hier noch dieses kleine Bächlein oder irgendwas von Wasser noch gefroren ist. So, nächstes Mal wird alles kulturell verbunden. Dann gehen wir mal darüber auch mal glotzen. Nicht nur hier rumfahren, auch mal was schauen. So, interessant, ja? Leute, hier? Da, da? Titcam zeigt euch alles. Ich will auch ein bisschen Eco fahren, Freunde. Wer fährt denn hier im Eco? Echt? Oh, echt, ey. Mann! Was für ein Matsche-Scheiß. Echt Katastrophe, furchtbar, ekelhaft. Sehe ich aus wie ein Schwein? Will ich mich rumsuhlen? Nein, wollte ich nicht, aber haben wir eine andere Wahl. I don't think so. Ekelhaft. Und rutschig etwas. Aha, da wollen noch ein paar für die Kaffeefahrt mitgenommen werden und abgeholt werden. Da werden wir, tadam. Auf geht's, los geht's, ab geht's. War vorsichtig. Ja, du denkst auch, ey, ich wäre dumm. Ja, bin ich. Der Dumme bin ich. Wer ist gegen Baum gefahren die Woche? Ah, du warst das. Wer hat sich vorhin am Ohr verletzt? Beim Luftaufpumpen. Auch du? Wieso ist das hier so eklig matschig? Ach ja. Wenn du vorfahren willst, dann fahr runter. Ich schaff das definitiv, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich krieg das nicht gebacken, da runter zu fahren heute. So, der einzige Depp, der nicht fährt, wäre ich. Warum? Keine Ahnung, Alex, weil ich Angst habe. Ja, okay, du hast Angst. Dann fahr ich da hinten runter. Bist du Gentleman, ja? Danke. Oh Mann, Männer stehen deutlich auf Sauereien. Eindeutig. Das erinnert mich an Feuchtgebiete. Weiter? Der wollte einen Baum mitnehmen. Habt ihr das gesehen? Männer. Ich dachte, die stehen doch auf Feuchtgebiete. Anscheinend nicht. Au. So, wir hätten nur 1, 2, 3 Boys und 1, 2, 3, 4 Girls. Hast du Spaß? Nein.
Dein Gesicht sagt was anderes. Mein Gesicht lügt. Ja, natürlich muss ich mittendrin durch. Ah, hier lang. Gott. Abfahrt verpasst. Das muss man mir schon sagen, dass die rechts runterfahren. Links. Das andere links, das andere rechts. Schon wieder Schlamm catchen. Wieso geht mein Sattel nicht runter? Weiß ich nicht. Mein Sattel geht nicht runter. Guck mal. Dinge. Ja. Der Zug hat sich gelöst. Hier, siehst du? Super. Ja, der Zug ist gerissen. Ja. Ja, da geht jetzt nichts mehr. Das ist vorbei. Feierabend. Hast du dein Fahrrad auch jetzt gehimmelt? Heute gibt es nur Fahrradprobleme. Kette kaputt, Sattelstütze kaputt. Wir hätten noch ein paar andere, die auch kaputt gehen könnten. Also es ist so beschissen zu fahren. Soll ich, weißt du das? Ja, aber wenn wir irgendwo runterfahren. Hey, sollen wir es probieren? Ach, geh mal sehen. Nee. Ja, ist jetzt ein Nasse, ist der natürlich. Ja. Heftig. Nein, wir fahren geschmeidig Auto. Alex, was hast du? Ich hab Matschreifen. Ah, du hast Matschreifen und ich kann Fahrrad fahren. Ja. Ich komme mir vor, als hätte ich jetzt ein Kinderfahrrad. Mit dem niedrigen Sattel. Also gerade hoch, weißt du? Wenn man es brauchen würde. Ja gut, wenn ich runter will, kann ich es ja auch nicht mehr runter machen. Hallo? Hallo? Du darfst nicht einfach so mittendrin stehen bleiben. Ich bin nicht stehen geblieben, ich bin gefahren. Ich freue mich, mit meinem Kinderfahrrad hier lang zu fahren. Ach, wofür so ein Plusknopf alles gut ist. I love. Also so beschissen bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Mein Fahrrad haben. Nein. Oh oh. Oh mein Gott. Ja. Ja, genau. Mittendrin statt nur dabei. Oh Gott. Ah, vergiss es. Das ist aber auch ganz schön. Ja, ist es auch. Es ist aber auch ekelhaft hier. Auch durch den Matsch. Ja, ich merk's gerade. Ich bin voll runtergerutscht mit den Schuhen. Das ist ja richtig ätzend.
Hier kannst du ja kaum laufen. Ja, deswegen ist Fahren einfacher. Meinst du? Aber dann darf ich ja nicht bremsen, Alex. Ich habe hier gar keinen Halt noch, nicht mal mit den Schuhen. Fahr einfach, ich lauf bis um die Ecke. Also ihr würdet es nicht glauben, aber... Katastrophe, ey. Warum? Wer hat sich das ausgedacht, den Schrott? Männer. Kriegen wir das hin? Mein Gott. Ekelhaft. Vorteil von kleinen Menschen, ich muss mich nicht bücken. Machi, machi, machi. Hattest du Spaß? Immer noch nicht. Obwohl mein Gesicht lügt wahrscheinlich. Ist dein Problem, wenn du keinen Spaß hattest. Ich hatte Spaß. Bis zur nächsten Tour.